Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus Mexiko. Also, wir sind gestern nach Mexiko geflogen und wollten eigentlich schon den Vlog gestern starten. Aber wer uns bei Instagram folgt, hat sicherlich gesehen, dass so einiges schiefgelaufen ist. Wir sind zwar voll früh losgefahren, also wir haben echt alles geplant, sind um 4 Uhr nachts aufgestanden, oder 4 Uhr morgens aufgestanden, sind losgefahren zum Flughafen, standen dann für fast 3 Stunden im Stau. Das war natürlich nicht eingeplant, also wir haben gedacht, dass wir vielleicht im Stau stehen könnten, aber nicht für 3 Stunden. Und dann habe ich noch bei unserer Airline angerufen und meinte, dass wir später kommen werden, weil wir schon gedacht haben, dass wir wahrscheinlich den Flug gar nicht mehr bekommen. Die haben uns dann gesagt, dass wenn wir noch 40 Minuten, bevor der Flieger abfliegt, da sind, den Flug kriegen werden. Ansonsten haben wir Pech. Und ja, dann waren wir irgendwann raus aus dem Stau, sind ganz schnell zum Flughafen gefahren. Also nicht ganz schnell, wir sind zum Flughafen gefahren, waren dann da. Und dann hieß es auf einmal, ja, es kann sein, dass wir keine Plätze mehr bekommen, weil der Flieger überbucht ist. Also, obwohl wir die Tickets einen Monat vorher gebucht haben. Genau. Und wir waren schon total am Rande der Verzweiflung. Dann ging es weiter, dann mussten wir trotzdem zum Boarding. Und bis kurz vorm Boarding wussten wir dann quasi erst, ob wir mitfliegen dürfen oder nicht. Und es kam halt darauf an, ob irgendwelche Leute zum Beispiel ihren Platz nicht wahrnehmen können im Flieger. Dann hätten wir mitfliegen können. Ansonsten hätten wir Pech gehabt. Und wir hatten ja auch Unterkünfte und alles gebucht. Das heißt, das wäre so das Worst-Case-Szenario ever gewesen. Und beim Boarding hieß es dann, also wurden wir aufgerufen. Und dann haben wir... wie heißt es, Premium Economy Class Tickets bekommen. Und das heißt, eigentlich hätten wir richtig schlechte Plätze gehabt und dann wurden wir einfach, haben wir ein Upgrade bekommen und hatten dann so geniale Plätze und 12 Stunden sind wir geflogen, hatten halt so Rückenlehne mit und Fußlehne, alles mögliche an Entertainment-Programm, hatten Essen, Trinken, alles, was wir sonst nicht gehabt hätten. Also irgendwie ist es dann doch noch gut gelaufen, sind dann gestern in Mexiko angekommen, in Cancun sind wir übrigens. Und genau, für uns geht es jetzt weiter nach Playa del Carmen. Wir werden jetzt nicht in Cancun bleiben und dann nehmen wir euch natürlich mit. Und heute Morgen, als wir aufgestanden sind, haben wir als allererstes den Koffer aufgemacht, weil gestern haben wir uns kaputt. Ja. Warte mal, dazu noch. Ja. Jan ist übrigens mit Backpack diesmal unterwegs, mit meinem und ich mit Koffer, ja, weil Jans Backpack kaputt ist und dann, deswegen sind wir jetzt mit einem Koffer unterwegs. Ja, dann machen wir heute den Koffer auf und ich hatte Proteinpulver eingepackt und ich war so schlau und habe es nicht in eine Plastiktüte eingepackt und dann machen wir den Koffer auf. Alles voll mit Proteinpulver. Der ganze Koffer, ja. Maries Klamotten, alles voller braunen Proteinpulver. Ja, dann haben wir das gerade versucht im Bad auszuklopfen, haben das in der Dusche dann ausgeklopft. Ist dann so ein bisschen klumpig geworden. Und das Witzige ist, also wir schlafen hier in so einer Casa, also so einem Guesthouse. Und das Witzige ist, gestern meinte die Frau zu uns, wenn ihr auf Toilette seid und das Geschäft erledigt habt, müsst ihr das Toilettenpapier in den Mülleimer schmeißen. Werfen, ja. Genau, nicht in die Toilette rein. Und das kannten wir natürlich und das haben wir auch so gemacht. Aber dadurch, dass das Proteinpulver in der Dusche so klumpig geworden ist und das haben wir dann versucht mit Toilettenpapier wegzumachen, haben wir es auch in den Papierkorb reingeschmissen. Und das sieht jetzt so aus, als hätten wir unser Geschäft in diesen Papiereimer reingemacht. Und finde ich ein bisschen witzig. Aber egal, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Bus und dann geht's nach Playa del Carmen. En la defensa trasera al pasar por esta tierra infernal. Wir sind jetzt in Playa del Carmen angekommen und zwar sind wir mit dem Bus gefahren, mit einem sogenannten Adobus. Und wenn ihr in Mexiko von A nach B fahren wollt und das relativ günstig und auch sicher haben wollt, fahrt am besten auch mit dem Adobus. Bushaltestellen findet ihr fast in jedem Ort. Wir dachten, dass wir euch jetzt erstmal unsere Unterkunft zeigen, also kommt mal mit. Wir haben draußen eine Terrasse, eine ganz kleine, aber ich finde, die ist voll schön gemacht mit der Sitzecke und ich mag den Einrichtungsstil auch von der Wohnung voll gerne. Wenn man reinkommt, haben wir direkt das Bett hier und so einen kleinen Wohnraum, / Schlafzimmer. Wir haben einen Tisch zum Essen mit 2 Stühlen, Fernseher und eine eigene Küche. Und zwar ist voll wichtig, eine eigene Küche zu haben, weil wir mal keine Lust haben, fürs Frühstücken irgendwie essen zu gehen und ja, kostet halt auch immer extra. Und in der Küche haben wir 4 Herdplatten, halt ein Waschbecken, alles was man so zum Kochen braucht, einen Kühlschrank mit Gefrierfach, eine Kaffeemaschine, die wir aber wahrscheinlich eh nie nutzen werden, weil wir keine Kaffeetrinker sind. Dann zeige ich euch das Badezimmer. Da ist halt alles so basic drin, was man im Bad braucht, also Waschbecken, Toilette und Dusche. Und das war's. Ein Grund, weshalb wir so gerne reisen, ist vor allem auch das einheimische Essen zu probieren. Oh, und wir haben jetzt erst vor uns stehen und haben schon so Hunger. Sieht so geil aus. So, der erste Tag unserer Reise beschäftigt sich eigentlich immer nur damit, dass wir alle Sachen organisieren. Also wir waren gerade groß einkaufen, dann haben wir uns so eine SIM-Karte gekauft
Und dann werden wir gleich noch ins Fitnessstudio gehen, weil das haben wir bei unserer Weltreise leider sehr vernachlässigt und das werden wir bei dieser Reise definitiv nicht machen. Also dort werden wir uns anmelden im Fitnessstudio und dann müssen wir auch noch in die Wäscherei, weil Maries ganze Klamotten voll mit Proteinpulver sind. Wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, den ganzen Morgen haben wir damit verbracht, das Proteinpulver aus den Klamotten rauszukriegen. Also wie man hier an der Hose sehen kann, haben wir es nicht perfekt geschafft, deswegen muss das alles in die Wäscherei. Und Marie hat uns jetzt schon die ersten Snacks gemacht. Die ersten Mango, auch wir lieben Mango. Ja, das mit dem Proteinpulver ist natürlich sehr blöd gelaufen, weil es sind alles Maries Klamotten. Nicht meine, aber es war halt meine Schuld. Also, wie gesagt, achtet darauf, dass ihr es gut verschließt und ja, dass euch das Ganze halt nicht passiert. Maries Klamotten sind jetzt glücklicherweise alle gewaschen und auch getrocknet. Ja. Dreimal dürft ihr raten, wer eine Stunde lang unter der Dusche stand mit den Klamotten, um dieses braune Pulver rauszubekommen. Ja. Das hat so lange gedauert, aber es ging Gott sei Dank alles raus. Wir sind dann noch zu einer Wäscherei gegangen und haben die Sachen in den Trockner getan, weil unser Host kam, also unser Host von der Wohnung hier, kam an und meinte, dass die Sachen hier halt nicht draußen trocknen. Deswegen, ich hatte erst alles selber gewaschen per Hand und dann haben wir die Sachen erst auf die Terrasse getan und dann kam unser Host und meinte, nee, das funktioniert hier nicht, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, trocknet nichts. Naja, jetzt sind die Sachen alle gewaschen und wieder vernünftig, deswegen egal. Solche also, Sachen passieren, ja, war witzig. Genau. Und wir hätten das Ganze auch in eine richtige Wäscherei bringen können, also dort, wo wir es einfach abgeben und dann wieder abholen. Allerdings dürfen manche Sachen von Marie nicht in den Trockner und deswegen haben wir das nicht gemacht. Ja, ich wollte es einfach lieber selber machen, weil ich um manche Sachen Angst hatte. Außerdem hatten wir schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass dann manche Sachen nicht wieder aufgetaucht sind. Ja. Das waren ja meine kompletten Klamotten, die halt dreckig waren. Da als Tipp von uns, schreibt euch vorher auf jeden Fall eine Liste, was für Sachen ihr in der Wäscherei abgegeben habt, damit ihr wisst, wie viele Sachen und welche Sachen. Also bei uns sind, auch Bali war das, glaube ich, ne? Ja. Viele Sachen auch abhanden gekommen. Ja, und die wurden dann auch eigentlich nie wiedergefunden. Ja. Ja. ja, dann wollten wir euch noch ein paar Sachen erzählen. Zum einen, das Wetter ist richtig gut hier. Also wahnsinnig, wir haben gut. Zwischen 25 und 30 Grad die ganze Zeit so eine leichte Brise, was das einfach voll angenehm macht. Also als wir aus dem Flugzeug ausgestiegen sind, haben wir es gleich gemerkt, es war halt warm, aber nicht zu heiß. Also nicht so wie in Australien oder so. Die Temperaturen sind mega angenehm. Ja, man kann theoretisch auch ohne Klimaanlage schlafen. Ja. Richtig gut. Und dann noch zu unserer Karibikreise. Also wir sind ja jetzt in Mexiko, in Yucatan und werden uns hier jetzt, beziehungsweise haben uns Mietwagen gemietet, den holen wir jetzt die nächsten Tage ab und werden dann halt die Umgebung erkunden. Aber dazu seht ihr in den nächsten Videos mehr. Also hier bleiben wir dann 2 Wochen und sonst machen wir das immer so, dass wir in einen Ort fahren, 3 Tage dort bleiben, alles erkunden, zum nächsten Ort 3 Tage dort bleiben und so weiter. Diesmal haben wir es anders gemacht. Wir bleiben jetzt hier in Playa del Carmen für 2 Wochen. Haben uns ein Auto gemietet und fahren dann immer von Playa del Carmen los und wieder zurück. Also sind wir mal gespannt, wie das wird, ob das anstrengend wird, aber so haben wir es eigentlich bisher noch nie gemacht. Deswegen mal gucken. Wir wollten einfach mal eine feste Unterkunft haben, weil wir jetzt auch in Deutschland wieder angefangen haben zu trainieren, also ins Fitnessstudio zu gehen. Ja. Haben wir uns hier halt eine richtige Wohnung genommen mit Küche, dass wir halt notfalls selber kochen können. Und haben uns auch schon im Fitnessstudio angemeldet und waren auch schon trainieren. Und das wollen wir jetzt hoffentlich weiter durchziehen. Ja. Und genau. Nach Mexiko geht es dann für uns nach Havanna für 3 Tage. Also falls ihr da Tipps habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Danach fliegen wir nach Miami für 5 Tage. Das gleiche gilt auch für Miami. Falls ihr da Tipps habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare. In Miami haben wir übrigens auch wieder einen Mietwagen. Genau, stimmt. Ja, in Miami haben wir wieder einen Mietwagen. Und danach fliegen wir nicht wieder nach Hause, sondern fliegen nach Jamaika für 1 Woche. Darauf freuen wir uns schon sehr. Also nach Jamaika wollten wir schon immer.
Und falls ihr da Tipps habt, schreibt sie auch gerne unten in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt. Und dann geht's wieder zurück nach Deutschland. Und jetzt fragen sich natürlich manche, wie das Ganze so zustande gekommen ist. Wie wir uns das jetzt schon wieder finanzieren können nach Australien und der Weltreise. Und da haben wir große Neuigkeiten für euch. Ja, wir freuen uns, euch mitteilen zu können. Genau. Dass wir seit kurzem, oder naja, so, ja, ist schon mit, ja, seit einem Monat mit Momondo zusammenarbeiten. Mhm. Ihr hattet ja mitbekommen, dass wir da einmal bei dem Gewinnspiel gewonnen hatten. Da hattet ihr ganz fleißig für uns gewotet, also danke dafür nochmal. Und dann waren wir ja auch im November, Ende November, waren wir in Kopenhagen. Mhm. Bei Momondo konnten uns das Unternehmen angucken und genau, hatten da eine ganz tolle Zeit. Und sind aber auch weiter mit dem Unternehmen in Kontakt geblieben und daraus ist jetzt eine Partnerschaft entstanden. Wir sind jetzt Momondo Ambassadors, also genau, so nennt sich das. Botschafter. Ja. Und genau, also wundert euch nicht, dass hier jetzt immer... Oder unterstützt euch, Momondo steht. Genau, denn ja, wir arbeiten jetzt mit Momondo zusammen. Darauf, also wir freuen uns wirklich sehr darüber, weil wir hatten bisher schon sehr, sehr viele Kooperationsanfragen und haben eigentlich alle bisher abgelehnt. Genau. Und das ist die einzige, die wir jetzt angenommen haben, weil wir, also wir waren ja dort vor Ort, konnten das Unternehmen kennenlernen, deren Werte und. Also wir stehen da wirklich zu 100% hinter und bei den meisten anderen Kooperationsanfragen wäre das definitiv nicht so gewesen und wir wollen ja euch nicht irgendwas verkaufen, was wir selbst nicht nutzen würden. Ja. Weil zum Beispiel Momondo haben wir während unserer Weltreise sehr oft genutzt. Genau. Und deswegen finden wir das richtig cool. Ja, also vor allem, weil wir finden, dass es euch auch einen Mehrwert bietet. Das war nämlich bei den anderen Sachen immer ein Problem. Wir haben schon so viele Anfragen von Unternehmen bekommen, wo wir nicht den Nutzen darin sehen für euch. Also wenn wir euch was vorstellen, wovon ihr gar nichts habt, dann brauchen wir euch das nicht vorstellen. Also sowas, wäre halt unnötig. Und wir hätten das euch so oder so gezeigt. Genau. Deswegen passt das auch voll gut, oder? Ja. Ja. Also das sind die Neuigkeiten. Wir hoffen, ihr freut euch mit uns. Und das war's dann auch mit diesem Video. Oder wolltest du noch irgendwas sagen? Nein. Aber dann könnt ihr euch schon auf die restlichen Reisevideos freuen. Wir sind auch schon sehr gespannt und werden nicht jeden Tag ein Video hochladen. Das ist uns einfach zu anstrengend. Also wir machen keine Daily Vlogs, aber wir versuchen 3 oder 2 Videos die Woche hochzuladen. Genau, also falls euch dieses Video gefallen hat und ihr euch genauso freut wie wir über die Momondo-Kooperation, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert uns unten kostenlos und seid gerne auch wieder beim nächsten Video mit dabei. Macht's gut. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ach ja, nein. Oh Gott, so pass auf. Nochmal. Was soll ich? Ich sag einfach, ich mach Muss da gleich einen Cut rein, oder? Ich weiß es nicht. Vielen Dank für eure Unterstützung.